So, und mit diesem rockigen Intro begrüße ich euch zu Let's Play Sonic Adventure. Ein Nachfolgeprojekt, oder das Nachfolgeprojekt zu, hier Sonic Colors natürlich. Oh mein Gott, die Musik ist fucking laut, ich stelle die mal ein bisschen leiser. So. Ich bin verwirrt, warum ich eigentlich keine Datei wählen durfte. Ist hier keine drauf? Doch, hier ist eine drauf. Cool. Aber wir fangen natürlich eine neue File an. Ist ja klipp-klar, klipp und klar. So, Englisch und Deutsch. Sehr schön. Gut, das Spiel ist schon etwas älter. Also aus dem Jahre 1999, soweit ich weiß. Vielleicht auch 1998. Also, bitte seid nicht so, oh, die Grafik ist voll scheiße. Ich versuche das so schön wie möglich mit, für euch aufzunehmen. Ich nehme das mit der Elgato auf. Also das ist die höchstmögliche Qualität, die die Dreamcast ausputten kann, weil das Spiel spielt sich auf der Dreamcast. Ich kann wetten, 90% von euch haben noch nie von der Dreamcast gehört. Aber ich will noch gar nicht viel drum rumlabern, deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. You are completely surrounded. Surrender yourself. Also wie gesagt, Leute, man sieht ja auch ein bisschen, dass das Spiel schon etwas älter ist. Das kommt so aus derselben Zeit wie Mario 64. Und man hört auch, dass das Voice Acting, also die Sprache, also die Sprachausgabe hier in dem Spiel nicht so gut ist. Deswegen wollte ich eigentlich die japanische Version spielen, weil da das Voice Acting nicht so auf den Sack geht. Aber habe mich dann nach einer Diskussion mit Yorgo dagegen entschieden, weil er meinte, ja, ist doch scheißegal eigentlich. Und beim zweiten Teil ist es nicht so schlimm, nur beim ersten so ein bisschen. So, jetzt haben wir den ersten Boss schon besiegt. Genau. Also 32 Sekunden für den Bossfight, also das Spiel ist auch nicht wirklich lang, also bitte lasst euch drauf ein, es wird auch relativ witzig mit den ganzen Cutscenes, die nicht so gut gemacht sind. Aber im zweiten Teil wird alles besser und der kommt danach. Nach Sonic Adventure kommt Sonic Adventure 2. So, in der ersten Stage, die wir in diesem Part noch hinkriegen, erkläre ich dann noch was, also bleibt dran. You know nothing, fool. It's Chaos, the god of destruction.
Watch out! You're gonna crash! Ah! Tails! Now, what am I gonna do with you? Also, wie gesagt, sehr altes Spiel. Also bitte versteht, dass es nicht so gut gemacht ist von der Grafik her und auch vom Voice Acting und allem eigentlich. Aber es spielt sich super. Deswegen, genau. Hier ist die erste Stage, aber ich erkläre noch ein bisschen was. Es gibt zwei Versionen von diesem Spiel. Einmal die Version, die wir gerade spielen, also die Dreamcast-Version, die Originale von 1999, sage ich jetzt einfach mal. Und die... das Remaster, also Sonic Adventure DX Director's Cut auf dem GameCube. Und da war auch die Frage, ob ich das jetzt spiele, hier die Originalversion oder die GameCube-Version. Ich habe mich aber fürs Original entschieden, weil die GameCube-Version sieht im Vergleich zu der hier eigentlich... das, also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Charaktermodelle hier gefallen mir besser als in der GameCube-Version, auch wenn die ein bisschen mehr Polygone haben, also das heißt, dass die ein bisschen runder an den Ecken sind und so weiter. Aber ich habe mich dann für die Original entschieden, weil ich kenne auch keinen Let's Player, der die Originalversion Let's Played. Ja. Was ich noch sagen muss, 3D-Plattformer, schneller 3D-Plattformer. Also hier geht's um Plattforming und das so schnell wie möglich. Das gibt's auch auf Steam, das Spiel, das könnt ihr also gerne auf PC auch spielen. Ja, und viel mehr muss ich nicht sagen, lasst es einfach mal auf euch wirken. Ich selbst find's gut, aber ich finde den zweiten Teil deutlich besser. Aber vielleicht spricht euch der erste Teil ja so an, dass ihr ihn auf Steam kaufen wollt. Ich glaube, er ist gerade, kostet gerade 5 Euro auf Steam. Also, wenn euch das Spiel gefällt, könnt ihr die Macher ja gerne unterstützen auf Steam. Aber ihr könnt auch erstmal euch Eindrücke machen, indem ihr mein Let's Play schaut auf GameCorp. Das habe ich noch gar nicht gesagt, dass Make vom Kanal GameCorp hier ist, aber ja. Vielleicht füge ich es später an. Ja. Irgendwie wurde das Bild gerade ein bisschen dunkler, wahrscheinlich wegen dem Ball. So. Oh shit. Also, ein sehr schnelles Spiel und es ist auch wirklich gut. Die Grafik ist halt ein bisschen. Wenn man was anderes gewohnt ist, ist halt wirklich nicht gut. Für damals war es aber wirklich überragend. Man mag es kaum glauben. Die Musik natürlich. Die Musik ist eins der Faktoren, die Sonic meistens gut machen, auch wenn die Spiele schlecht sind. Ist die Musik meistens gut. Was hier auch der Fall sein sollte. Also ich meine, das Spiel an sich ist ja nicht schlecht, aber die Musik macht es nochmal ein bisschen besser. Das habe ich verfehlt. Schade. Auf jeden Fall sind wir gleich am Ende des ersten Levels angekommen. Es dauert nicht mehr lange, vielleicht 20, 30 Sekunden. Deswegen würde ich schon mal sagen, für alle, die eingeschaltet haben, vielen Dank fürs Einschalten. Falls euch das Projekt gefällt, lasst das mich doch wissen, indem ihr einen Daumen da lasst, vielleicht auch einen Kommentar. Ich werde auf jeden Fall dieses Spiel durchspielen, also wenn ihr jetzt sagen wollt, nein, voll scheiße, guck ich nicht. Guckt's halt nicht. Ich meine, ihr müsst es nicht gucken, niemand zwingt euch. Ich mache das, weil es mir gefällt. Und ihr müsst es ja nicht unbedingt schauen. Aber wenn ihr mehr sehen wollt, dann könnt ihr gerne mich es wissen lassen. Weil ich bin ja zuständig für Retro und so weiter. Und das ist, würde ich schon unter Retro kategorisieren. Genau. So, da vorne ist der Abschluss des ersten Levels. Und da beende ich heute den ersten Part. Nach der Katze gleich. Yeah, not bad. The tornado! Thanks, but you gotta check out my newest power supply. Ta-da!
Whoa! A Chaos Emerald! Yep, I just happened to find one of the Southern Emeralds during one of my test flights. This thing's got unlimited power, you know. So I figured, why not use it to power my plane? Supercharged! You gotta come over to my workshop, Sonic. I've got something I've gotta show you. It's in the Mystic Ruins. The fastest way is by train. Let's go!